Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist schon wieder ein Monat rum. Wir sitzen im Auto, Monatsupdate. Der Mai steht vor der Tür. Gefühlt, Leute, ernsthaft, das erste Mal seit September, dass ich ein T-Shirt anziehen konnte heute Morgen. Unfassbar. Ist das geil? Endlich Sonne. Nicht mehr dieses Wetter. Dauerhaft Regen. Ich weiß, wir probieren wirklich seit gefühlt letztem Jahr zwei Videos zu machen, wo wir aber bei Sonnenschein, weil das offene Autos sind, fahren müssen. Keine Chance. Wirklich, bisher keine Chance. Es regnet gefühlt dauerhaft. Also es ist nicht Verlass drauf, dass es mal nicht regnet. Also ich bin gespannt, ob so in 2 bis 4 Wochen in den Nachrichten wieder von einer Dürrezeit gesprochen wird. Jeglichen Rasen, den ich kenne, der ist immer noch durchnässt und einfach nur mit Wasser getränkt aus den letzten Monaten. Wirklich krank, wie es geregnet hat. Aber geil, dass jetzt das Wetter besser wird. Ne? Ist auch wirklich immer so ein Motivationsschub. Und dabei ist mir gestern beim Aufstehen eingefallen, ey Leute, wie krank ist das bitte, dass der Wörthersee so schnell weg vom Fenster ist? Das wäre genau die Zeit gewesen, wo man sich Wochen und Monate lang drauf freut. Ey geil, Ende April, Anfang Mai, Wörthersee, kommst du, wann fahren wir los, wo geht's hin und so weiter. Gar nichts, 0,0. Also die haben es echt geschafft, innerhalb von 1,5, 2 Jahren das Ding so tot zu machen, dass noch nicht mal einer drüber redet. Also es ist halt einfach auch nicht mehr, es ist halt einfach auch nicht gewünscht dort. Also es fährt auch einfach keiner hin. Aber das wäre die Zeit gewesen, wo wir auch, speziell auch Marius oder auch Tom, wir wären viel, viel, viel motivierter, also wir sind eh motiviert, jetzt nicht falsch verstehen, die Autos fertig zu kriegen, wenn man ein festes Datum hätte, ey, da fahren wir zum Wörthersee, da können wir eine Woche lang mit den Autos rumfahren, da muss die Bude laufen. Ne? Ja, krank, dass es das nicht mehr gibt. Monatsupdates-Video heute mal ein bisschen anders. Wir sitzen im Auto, wir fahren gerade nach Stuttgart zu Porsche. Wir besuchen Benny. Und ja, was ist so passiert im letzten Monat? Beziehungsweise, nee, wir machen das heute mal anders. Ich mache es diesmal mal, fange ich mal mit den schönen Seiten an. Ich erzähle euch lieber mal, was jetzt im Mai so passiert. Also, an erster Stelle ist ja bei mir nach wie vor, haben schon einige ganz gut kommentiert, immer das Hallenfiasko. Das hat sich jetzt ein bisschen gewendet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr im Mai noch Content aus meiner neuen Halle bekommt. Wir machen da massive Fortschritte. Wir sind da wirklich tagtäglich am Buckeln. Und es wird richtig, richtig geil. Also nee, es wird geiler als geil. Das wird richtig, das wird so mein Traum, auch schraubertechnisch, weil wir tatsächlich die Möglichkeit dann haben, einfach alle Projekte nebeneinander hinzustellen. Das heißt, es wird direkt losgehen mit Lambo, Oma Golf, Marius Golf, Abarth und Limo, die 4 Autos nebeneinander. Das heißt, Tom, Marius und ich werden uns in dieser Halle einfach nur einschließen. Tom hat schon überlegt, ob er sich eine Wohnung in Hannover nimmt. Marius hat sich zu Hause schon abgemeldet. Und dann werden wir diese Autos durchziehen. Passt sich auch ganz gut, weil an Toms Supra, achso, die kommt auch noch dahin, hoffe ich, fehlt ja nur noch der Kabelbaum. Limo-Kabelbaum muss ich auch noch fertig machen. Die Elektro-Ecke ist somit das erste, was ich einrichte. Das heißt, wir werden da auch direkt dann durchziehen und direkt da die Projekte machen. Ich bin gespannt, wie ihr das so aufnehmt. Jetzt gerade heißt es ja, wir wollen mehr Projekte, Projekte, Projekte. Ich werde es voll in die Fresse durchziehen. Werde im Zweifelsfall euch sogar noch mehr Videos bringen. Einfach nur, weil das so viel Inhalt ist, dass ich sage, dass es schon wieder langweilig wird. Aber egal, wir ziehen das durch und gucken uns mal an, wie ihr darauf reagiert. Ob nicht auch da, weil es ist schwer, euch beizubringen, dass die goldene Mischung macht. Wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich bin der Meinung, wir treffen diese goldene Mischung echt gut, weil jetzt im Winter, wo auch das Wetter schlechter war und so weiter, haben wir viele geile Firmen vorgestellt, haben viele einfach Sachen gezeigt, die man sonst so auf YouTube gar nicht so unbedingt sieht. Natürlich hat der eine oder andere die eine oder andere Firma auch schon bei wem anders gesehen. Das ist halt nun mal so. Keiner kann das Rad neu erfinden. Aber es waren schon einige Sachen dabei, wie Audi, LMP, Mechatronik-Simulator fahren, dann gerade auch SPS, Performance, Automotive Performance, diese Mischung aus Rennteam, alte Autos, Autos, die ich leider nicht zeigen durfte, was aber verständlicherweise ist, weil da sind wirklich Kunden dabei, namhafte Kunden, aus dem europäischen Raum. Ja, die wollen halt einfach nicht, dass ihre Autos gezeigt werden, aber ihr habt das unter den Decken gesehen. Man reißt das Tor auf und sieht einfach 4, 8, 12 Bugattis. Ja, das ist ein Anblick, den hat man einfach nicht alle Tage. Ne? So, und das wird sich dann wenden. Ich habe mich zu Hause bei meiner Frau auch schon abgemeldet, habe gesagt, sobald ich wieder schrauben kann, werde ich Tag und Nacht schrauben.
also wirklich Tag und Nacht. Ich habe mir auch schon hier und da tatkräftige Schrauberunterstützung in die neue Halle eingeladen, dass wir da richtig Gas geben können. Das heißt, ich bringe euch trotzdem mal auf den aktuellen Stand, was da als erstes passiert. Als erstes wird auf jeden Fall Marius Golf zusammengebaut, finalisiert, weil wir sowohl mit dem Fahrzeug natürlich gerne nochmal fahren wollen, eventtechnisch. Das erste Event wäre jetzt dieses Wochenende, da kann ich leider nicht, weil ich auf einer Hochzeit bin. Wir wollen aber mit dem Golf auf jeden Fall nochmal ein bisschen angreifen und fahren, jetzt aber gar nicht mehr so den Hintergedanken da maximal nachzulegen. Aber es gibt jetzt tatsächlich seitens TTE eine neue Upgrade-Möglichkeit für den Turbolader. Das heißt, da kommt eine größere Puste drauf. Der Motor geht einmal bzw. ist einmal bei Subi und es gibt einen frischen Block, es gibt einen neuen Kopf von NG. Das Ganze wird schön zusammengebaut und wir finalisieren an dem Auto nochmal die Aerodynamik. Da hatten wir ja schon geschlossenen Unterboden runter, aber hier und da kann man ja so Kleinigkeiten immer noch machen. So, Plan für Marius Golf. Dann, achso, vielleicht wollen wir mit dem Fahrzeug, ah ne, das werden wir leider nicht schaffen. Race 1000 macht immer eine Veranstaltung in Schweden, Half Mile. Das wäre definitiv auch cool gewesen, aber die ist Mitte Mai und da sind wir genau im Hallenumzug. Das würde leider nicht klappen. Dann mein B7. Der steht erstmal hinten an, aber das werde ich auf jeden Fall auch angehen. Da hänge ich zu sehr an dem Auto, dass der, da ist gerade ein Video schon in der Mache. Das ist ein großer Vorteil, dadurch, dass wir jetzt eine innere Ruhe gefunden haben, dass es auch nicht schlimm ist, wenn einfach mal ein Video fehlt, weil nach wie vor mir immer wichtig ist, auch wenn ihr oder der eine oder andere von euch denkt, irgendwelche Videos wären irgendwelche Lückenfüller, das ist einfach Quatsch. Selbst das sind Videos, die ich einfach gerne bringen will, weil der Content cool ist. Wenn dann mal keins kommt, dann würde ich da mit Sicherheit irgendeinen Lückenfüller für finden, will ich aber nicht, weil eine Sache haben wir uns halt gesagt, inhaltlich soll die Qualität auf dem Channel immer bleiben. Deswegen haben wir auch viele Videos aktuell, die wir langfristig drehen, was es bei uns eigentlich sonst nicht gibt. Normalerweise ist heute drehen, so wie jetzt gerade, und heute Abend geht es online. Liegt jetzt einfach daran, dass es halt beim Monatsupdate-Video immer nur so geht, weil es soll halt möglichst up-to-date sein. Aber da wollen wir natürlich den Kombi mal wieder auf einen geilen Stand bringen, weil das Auto hat wirklich rosttechnisch gelitten die letzten Jahre. Ich war wirklich erschrocken. Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Dann gibt es noch ein, vorsichtig gesagt, neues Projekt, was auch jetzt demnächst irgendwie kommt, aber das kommt erst, wenn es fertig ist. Das heißt, da könnt ihr euch auf den Moment freuen, dass eine Videoreihe online geht. Wir sind noch nicht ganz final fertig, wie die aussehen wird. Das wird aber mehr so sein an dem Tag, wo die Videoreihe wird ganz kurz in Abschnitten hintereinander kommen. Sie wird inhaltlich schon gefüllt sein, aber es wird so sein, es gibt am Anfang eine Vision und einige Tage später ein Ziel. So, um nicht zu viel vorab zu sagen. Weiter geht's im Text. Marius Golf, genau. Dann, E36. E36 wieder komplett eskaliert. Wirklich geil. Ich find's schade, dass die Videos bis heute nicht performen, aufrufetechnisch. Also, was heißt, ich find's schade? Mir ist es am Ende wirklich vollkommen egal, ob da jetzt mehr oder weniger Aufrufe drauf sind. Stopp, falsch formuliert. Die Videos sind extrem positiv angekommen. Ich find's schade, dass die letzten, wo wir in dieses good old Tuning, Schrauben, Blecharbeiten, Dengeln, Verzinnen, Schweißen, reingehen tiefer, dass die nicht so gut ankommen. Verstehe es aber auch, das ist so weit her, dass einfach die meisten Leute es eh nicht selber machen werden. Das ist so ein bisschen wie früher mit Abarth Rennstrecke fahren. Das war auch so weit weg, dass kaum einer Rennstrecke fährt und es deswegen einfach nicht interessiert. Aber das Ding wird mal wieder eine glatte Eins. Wir haben uns so ein paar neue Sachen überlegt. Wir warten noch von Wiechers auf den Käfig. Ich habe ja sowohl bei Oma Golf als auch bei Limo den Fehler gemacht, dass als die Karosse blank war, okay, Oma Golf war nicht blank, aber dass ich damals keinen Käfig reingemacht habe. So. Habe ich auch ein paar Mal schon gesagt, dass es ein Fehler war. Deswegen werde ich das bei dem E36 definitiv nicht tun, weil der E36 soll schon ein bisschen Bums kriegen und das soll ein Auto zum Fahren sein. Das heißt, wir brauchen Sicherheit. Wie kriegt man Sicherheit in ein Auto rein? Käfig reinmachen. Muss jetzt nicht die 60 Kilo Schweißzelle für die Nordschleife sein, aber so die Basics, das heißt einfach hinter einem einen Hauptrahmen mit einer Abstützung hinten aufs Radhaus und vielleicht ein bisschen Käfig nach vorne.
ist die halbe Miete in Kombination damit, dass die Karosse vorbereitet ist. Das heißt, in die Karosse müssen Platten eingeschweißt werden, damit dieser Käfig vernünftig verschraubt werden kann. Da warten wir noch auf den Käfig von Wichers, damit wir da weitermachen können. Sonst wäre dieses Auto auch schon lange wieder bei KTL und beim Lacker. Geht aber nicht ohne den Käfig. Und das soll jetzt aber auch vorangehen. Das Video müsst ihr euch dann auch unbedingt angucken, wenn es zum Thema Käfig geht, weil ich glaube, ich habe mir da wirklich was Cooles überlegt. Ja, dann geht es auch mit dem E36 weiter. Dann, klar, Limo kann ich absolut nicht einschätzen, welche Baustellen da jetzt noch kommen. Fakt ist, es geht jetzt darum, das Auto so richtig in Betrieb zu nehmen. Das heißt, ja, Kabelbaum zu Ende bauen, einfach ein bisschen laufen lassen, gucken, wo klappert was, wo liegt was an, ölt der Motor noch, ölt er nicht mehr, was muss noch gemacht werden, damit das Ding dann fährt. Da würde ich mal so ganz vorsichtig die Prognose geben, weil ich weiß, viele von euch fragen, wann geht es damit weiter. Es wird auf jeden Fall im Mai damit weitergehen. Ob da im Mai schon ein lauffähiges Auto steht, weiß ich nicht. Hängt damit zusammen, wie aktiv wir dann da in der Halle sind oder nicht. Aber es wird im Mai auf jeden Fall mit dem Thema Kabelbaum weitergehen, weil das machen wir parallel mit Toms Kabelbaum. Das heißt, da werden wir beide Kabelbäume auf einmal angehen. So, dann kann ich hier schon mal verkünden, obwohl dazu auch schon ein Video abgedreht ist und noch kommt, es könnte sogar auch schon online sein. Es hat tatsächlich geklappt, dass beim Goldbarren der Motor eingetragen ist. Das heißt, das Ding ist street legal, voll legal. Hätte ich nicht gedacht, dass sowas heutzutage gibt, aber an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Wir haben tatsächlich einen Prüfingenieur gefunden, der seiner Tätigkeit noch mit Liebe nachgeht und tatsächlich einen Zettel und einen Stift und eine Kamera rausgeholt hat, ein bisschen gerechnet hat, nochmal ein bisschen was zum Thema Achslasten vom Fahrwerk brauchte, weil der 2JZ-GTE-Motor ein bisschen schwerer ist. Dann Reifenfreigaben, weil natürlich auch die Geschwindigkeit höher ist. Und ja, der 2JZ-GTE-Motor ist da voll legal in dem Fahrzeug drin. Das heißt, auch dieses Projekt haben wir abgeschlossen und können da jetzt ein bisschen weitermachen. Ein bisschen weitermachen heißt, wir müssen erstmal überhaupt die Serienleistung wiederherstellen, weil wir haben aus dem japanischen Auto den Motor 1:1 einfach da reingehangen. Das heißt, jetzt geht es los, erstmal eine technische, geile Basis zu finden. Das heißt, dass da nichts undicht ist, dass die ganzen kleinen Unterdruckschläuche, es sind gefühlt hunderte Unterdruckschläuche an dem Motor, dass die alle dicht und ready sind. Und so weiter. Dann haben wir auch bei diesem Fahrzeug jede Menge Spaß. Ja, so viel dazu. Oma Golf hatte ich im letzten schon gesagt, weil viele sagen, wann kommt der Allradumbau. Da wird nichts passieren in Sachen Allrad. Auch die Oma kriegt, also ich mache mir in der Halle, in der neuen Halle, eine Ecke, wo immer ein Auto steht, welches einfach nur in Anführungsstrichen Liebe bekommt. Das heißt, wo man dann wirklich als Beispiel die ganzen Achsen rausnehmen kann, den Unterboden strahlen kann, alles pulvern kann, das Auto mal zerlegen kann, um einfach nur neu Klarlack rüber zu machen. So eine Ecke wird es da geben, wo halt dauerhaft immer ein Fahrzeug drauf ist. Auch da werde ich probieren, weil ich einfach finde, dass es ein Fortschritt für den Channel ist, auch wenn es dem einen oder anderen nicht so gefallen wird. Ich finde es aber cool. Ich werde auch da probieren, die Projekte mehr in einem Teil abzufilmen. Das heißt, als Beispiel, wir restaurieren beim Oma Golf, wir bringen den Oma Golf auf Zustand 1 und das alles in einem Video über eine halbe Stunde, Stunde, wie auch immer, mal wirklich an einem Stück durchzuziehen. Weil ich einfach glaube, dass es für die Zuschauer gut ist, auch hier und da mal Erfolge zu sehen. Ich persönlich sehe in unseren Projekten massive Erfolge, weil ich kenne nicht viele andere, die in so kürzer der Zeit so viele Autos bauen, die am Ende auch funktionieren. Und bisher hat wirklich jedes Auto funktioniert und abgeliefert, außer Lambo, wo halt einfach der Block gerissen ist und es seitdem nicht weitergeht, und Limo einfach noch nicht fertig ist. Alle anderen Autos, egal ob Oma Golf, Abarth und so weiter, die performen ja alle. So, ein Auto habe ich nämlich vergessen, was mir bis heute wirklich sehr am Herzen liegt, Oma Golf. Oma Golf, wie komme ich ganz nach Oma Golf? Ein Auto, was mir wirklich am Herzen liegt, Abarth. Auch der, da brennt es mir persönlich am meisten unter den Fingern, dass es damit weitergeht. Der kriegt sofort ein Plätzchen in der Halle. Da geht es sofort radikal los, beziehungsweise es geht schon radikal los. Der eine oder andere hat es gesehen. Wir waren auf der Motorsportmesse letztes Jahr und dort habe ich die Firma GMC aus Italien kennengelernt. Die bauen ganz viele solche crazyhaften Teile und die haben angeboten, ey Philipp, wenn du mal einen geilen Krümmer haben willst, es wäre uns eine Ehre, wenn du mal einen Krümmer von uns verbaust. So, deswegen hat der eine oder andere es bei Instagram schon gesehen.
habe ich diesen neuen TTE-Lader, der drauf kommt. Der ist wirklich deutlich größer. Also alles, was bisher auf dem Auto drauf war, war Kindergarten dagegen. Das ist jetzt wirklich ein Lader, der kann was. Und dafür einen geilen Krümmer. So. Das heißt, da reden wir jetzt vorsichtig gesagt, wir haben ja letztes Mal aufgehört bei 427 PS. Ja, ehrlich gesagt vermute ich, dass wir da erst anfangen. Dieser Krümmer soll nächste Woche eintreffen. Dann geht es zu Subi und zu NG, auch da Block und Kopf. Block ist schon fertig. Ich will trotzdem noch mal einmal zu Subi, weil ich das gerne mit ihm zusammen montieren würde, dass er da auch noch mal drauf guckt und so weiter. Dann gibt es ein massives Upgrade im Bereich Getriebeantriebsschrank, also wirklich massiv. Es kommt ein anderes Getriebe rein und es kommen ein paar Teile von dem TCR Golf zum Einsatz. Ich habe mir da was überlegt. Und es gibt ein massives Upgrade für den Innenraum. Thema Hebeanlage. Ich will einfach, mein Traum ist es einfach, ein Auto mit einer Hebeanlage zu haben. Ich habe es damals nicht gemacht, weil ich mir eingeredet habe, der Abarth soll so ein bisschen ein Straßenauto bleiben. Ich hätte es gleich machen sollen, dann müsste ich den Innenraum jetzt nicht doppelt lackieren. Habe ich aber nicht gemacht. War ein Fehler. Hätte ich gleich einfach machen sollen, weil wenn ein Auto aus meinem Fuhrpark eine Hebeanlage braucht, dann ist es dieses Auto. Einfach, weil ich da so viel am Schrauben bin. Und ganz ehrlich auch, mit der Hebeanlage brauche ich keine Hebebühne mehr. So, das heißt, die Hebeanlage wird meine Hebebühne für den Abarth ersetzen, was auch es deutlich, deutlich einfacher macht. Das heißt, man kann ja mit der Hebeanlage eigentlich das Auto so viel hochheben, wie man will. Für alle Leute, die noch nie Thema Hebeanlage hatten, man schweißt in die Corsa ein Rohr rein. In diesem Rohr ist ein Stempel und dieser Stempel wird von außen mit Druckluft beaufschlagt und in dem Moment fährt sich das Auto um die Stempellänge hoch. Die Stempellänge sind so, die haben einen Hub von ungefähr 25 cm, würde ich mal sagen. Das heißt, man kann das Auto 25 cm hochheben. Ist jetzt erstmal nicht viel, aber bei dem ausgefahrenen Stempel schiebt man einen Bock runter. In dem Moment zieht sich der Stempel wieder ein und man kann quasi auf den Bock das Auto wieder hochheben. Das ist die normale Variante des Herstellers. Ich werde mir zur Not was bauen, dass ich in dem Moment was runterschiebe und das Auto nochmal wieder höher hebe. Und wie so eine Art, ja, dass ich das Auto ohne Hebebühne relativ schnell so, ja, bei dem Auto ist ehrlich gesagt die ideale Höhe so 80 cm oder so zum Schrauben, ne? Ja, wobei noch weniger, 60 reicht auch. Das heißt, Abarth kriegt ein massives Upgrade im Bereich Antriebsstrang, Getriebe plus Innenraum. So, was geht im Mai veranstaltungsmäßig? Wenn das Video online geht, war gerade das Käfertreffen bei uns in Hannover. Ich glaube, ich kann dieses Jahr leider nicht dran teilnehmen, weil ich weiß, wie hart die Zeiten sind, die bevorstehen. Das heißt, ich werde am 1. Mai lieber mit Familie und Sohn etwas unternehmen und leider nicht auf dem Käfertreffen sein. Genauso werde ich leider nicht auf der Tuning World Bodensee sein. Es stand ja im Raum, dass wir dort einen Stand machen. Ich habe mich am Ende entgegen entschieden, weil von uns nach Friedrichshafen sind wirklich leider, ja, also ganz ehrlich, mit Autos, mit Gespannen reden wir von Minimum 8, 9, 10 Stunden Fahrt. Das heißt, die Messe geht von Donnerstag bis Sonntag. Wir müssten somit eigentlich, wenn man ehrlich ist, Dienstag anreisen und würden Montag nach Hause fahren. Das heißt, da ist eine ganze Woche für weg. Das kann ich zur Sekunde einfach nicht bringen. Da bin ich ganz ehrlich, da ist mir meine Halle, mein Schrauben und meine Projekte einfach wichtiger. Und ganz ehrlich, was man in einer Woche, wenn man wirklich nichts anderes macht, an solchen Projekten schafft, das ist wirklich der Wahnsinn, ne? Und da ist dann einfach der Punkt erreicht, wo ich auch gelernt habe in den letzten Jahren, man kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, man muss einfach auch irgendwann mal sagen, nee. Und das war in meinem Fall bei der Tuning World Bodensee. Ich wäre wirklich gerne hingefahren. Ich kann noch nicht mal irgendwie hinfliegen auf schnell, weil es gibt von Hannover auch keine Flugverbindung dahin. Das heißt, selbst wenn ich nur für einen Tag gerne hinkommen würde, um euch dort auf der Messe zu sehen oder um als Beispiel Limo mitzubringen und dort auszustellen, ist es trotzdem eine 3-Tages-Veranstaltung. Ne? Ein Tag hin, ein Tag dort, ein Tag zurück. Deswegen muss ich da leider passen. Und ja, was steht im Mai sonst noch bevor? Easy. Ich glaube, einmal ist noch Track Day auf dem Bilster Berg seitens Fiat aus. Also das ist ein Abarth Track Day. Das heißt, da kommen die ganzen Abarths hin. Da werde ich auf jeden Fall ein Video machen und mal gucken, was so die Konkurrenz auf dem Bilster Berg macht. Das war letztes Mal, als das stattgefunden hat. Ganz witzig.
meine Bestzeit damals lag mit dem Abarth so bei 1,51, 1,52 und natürlich haben alle so ein bisschen gefachsimpelt, wie schnell sie mit ihren Abarth so sein werden können und so weiter. Da standen dann so Zahlen im Raum, ja, dann muss ich ja so 1,55, 1,57 irgendwie sowas schaffen. Pustekuchen, der schnellste an diesem Trackday war 2 Minuten 7 und es war Bombenwetter. Ja, also da sieht man mal doch, in welche Richtung das mit dem Abarth schon geht, wie schnell das ist. Ne? Weil 1,52 zu 2 Minuten 7 sind halt wirklich, ja, jeder, der schon mal Rennstrecke gefahren ist und ein bisschen Plan von Zeiten hat, das sind, ja, Welten. Okay, kurz überlegen, habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, eine Sache, die ich euch gerne noch mitteilen würde. Ich habe ja die Möglichkeit für Grip im Fernsehen das Tuning wieder ein neues Licht zu geben. Das heißt, wir haben uns ein neues Format für Grip überlegt, den Grip Tuning Check. In diesem Tuning Check picke ich mir immer ein Auto raus und dieses Auto stelle ich in 20 Minuten inklusive dem Besitzer im Fernsehen vor. Das ist mit Absicht ein Format, welches keinen Vergleich beinhaltet. Wir haben lange überlegt, was machen wir? Nimmt man immer ein anderes Auto dazu oder nicht? Und sind dann zum Entschluss gekommen, bisher gab es Tuning immer nur im Vergleich gegen ein anderes getuntes Auto oder gegen ein Serienauto. Und ich finde, dabei fehlt komplett die Geschichte des Besitzers. Und es geht beim Tuning einfach gar nicht unbedingt darum, was du am Auto umgebaut hast, sondern es geht viel mehr darum, um die Individualisierung des Besitzers. Ihr kennt es selber, man setzt sich in den Kopf, so soll mein Auto aussehen. Dieses Erreichen, dieser Weg dahin, das würden wir gerne zeigen, um einfach das Tuning zu erklären und einfach wieder interessant für die Leute zu machen. Und deswegen sind wir jetzt mit der ersten Staffel gestartet. Es gibt 3 Autos, die wir vorstellen, 3 komplett unterschiedliche Autos, die werden unabhängig voneinander im Fernsehen gezeigt und ja, ich hoffe, dass das Ganze mit Erfolg schön geschaut wird, weil dann planen wir nämlich direkt die zweite Staffel, wo es nochmal tiefer ins Eingemachte geht. Das heißt, wir machen an jedem Auto ein bisschen Optik-Check, ein bisschen Technik-Check und jedes Auto hat dann eine Spezialdisziplin, wofür es eigentlich gebaut wurde und die nehmen wir ganz genau unter die Lupe. So, ja, ich denke, ich brauche gar nicht auf die Videos eingehen, die wir diesen Monat gezeigt haben. Ich habe es schon so ein bisschen gesagt, wir waren bei SPS Performance, es kam der letzte Teil von Mechatronik online, dann Simulator bei HWA, ultra krass, war für mich eine ganz neue Erfahrung, ich selber bin vielleicht eine Stunde bisher Simulator gefahren und dieses Simulatorfahren war wirklich einfach nur ein stumm normales Lenkrad, ein kleiner Monitor und eine Pedalerie und dann die Möglichkeit auf einmal in einem Simulator zu sitzen, wo auch die wirklich richtigen professionellen Rennfahrer drin sitzen. Das war mir schon auch echt eine große Ehre und hat auch Spaß gemacht. Und ich bin auch der Meinung, weil ich war seitdem schon wieder auf der Rennstrecke, dass selbst dieses halbe Stunde Fahren schon wirklich was gebracht hat. Dass man einfach dadurch, dass man bei einem relativ realistischen Simulator viel einfacher mal einfach andere Linien testen kann, viel weiter über den Körb fahren kann, die Strecke viel weiter ausnutzen kann, früher einlenken, später einlenken. Das geht natürlich viel besser als im echten Leben. Deswegen muss ich sagen, hat das, glaube ich, auch was gebracht. Ja, sonst hatten wir nur eine Kostenaufstellung zum Oma-Golf gemacht, glaube ich. Und Thema Zylinderkopf, was bei Marius eigentlich kaputt gegangen war. Das waren so die Inhalte aus dem letzten Monat. Waren, glaube ich, ein paar coole Dinger dabei. Ich würde sagen, genießt den Mai, genießt das schöne Wetter. Vergesst niemals eure Familie und euch auch ein bisschen zurückzuziehen. Lasst euch nicht ärgern. Geht mit einem Grinsen durchs Leben. Immer alles positiv sehen. Das funktioniert einfach am meisten. Funktioniert einfach am meisten. Boah, es ist noch früh am Morgen. Wir sind früh losgefahren. Das funktioniert einfach am besten. So. Jetzt haben wir es. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.